Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen DM-Haul. Yes! Ich war die letzten Tage tatsächlich fleißig einkaufen gewesen. Es hat mal wieder so ein paar Sachen gefehlt, aber es gab auch so ein paar schöne Weihnachtsdeko, die es im DM aktuell gibt. Ich habe auch ein paar Sachen aus dem Rossmann und heute gibt es das allererste Türchen von meinem Adventskalender. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt für den Dezember einen Adventskalender für meine Zuschauer erstellt. Einfach als Dankeschön, dass ich mal so ein bisschen was zurückgebe. Und jetzt ist es wirklich so, dass von dem 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Video online kommt und in jedem Video gibt es eben etwas zu gewinnen. Aus den verschiedensten Kategorien, das kann mal Baby sein, das kann Beauty sein, das kann, was weiß ich, Accessories sein. Alles Mögliche aus den verschiedensten Kategorien habe ich da was zusammengestellt. Deswegen, ja, wenn ihr da dran teilnehmen möchtet, dann schaut einfach in die nächsten Videos rein, kommentiert fleißig, dann könnt ihr auch schon am Gewinnspiel teilnehmen. Das Ganze läuft auch auf Instagram. Also wenn ihr bei beiden Plattformen teilnehmen möchtet, habt ihr natürlich doppelte Gewinnchance. Also folgt mir auch gerne dort. Alle Infos stehen nochmal in der Infobox. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Ich habe hier viele Tüten, deswegen... Ich gehe mal nach und nach durch. Es ist gerade gar nicht sortiert, also querbeet. Als allererstes meine Denk-mit-Allzweck-Tücher. Jeder, der mich länger verfolgt, weiß, ich liebe diese Dinger. Ich mache damit alles sauber. Ob es Böden sind oder irgendwelche Flächen, Armaturen, damit geht alles so, so, so gut sauber. Und dieser Duft, pure Frische, das ist auch wirklich so einfach. Es riecht nach einfach nur frisch und sauber. Das mag ich einfach daran. Dann habe ich hier von Evelyn die Maxi-Wattepads mitgenommen. Die großen, die mag ich sehr, sehr gerne. Damit schminke ich mich ab, damit reinige ich mein Gesicht. Alles Mögliche, die gehen wirklich weg wie sonst was. Deswegen habe ich mal wieder eine Packung mitgenommen. Dann habe ich hier was gefunden aus der Weihnachtsabteilung. Die fand ich so süß. Für 2,75 € hat man hier so 4 Kugeln, die so ein bisschen, ja... Ihr seht es ja, so ein bisschen verschnörkelter sind so und auch in weiß, dass es nicht so krass ist. Aber ich fand die irgendwie total schön und die glitzern auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt, aber total hübsch. Und wenn wir schon bei der Weihnachtsdeko sind, zeige ich euch auch mal diese Girlanden. Da habe ich einmal 2 Stück von solchen Glitzerdingern hier mitgenommen. Die sind ziemlich lang, also die sind jetzt nur zusammengewurstelt. Wie lange sind die denn jetzt? Die hier ist jetzt 2 Meter lang und da sind noch solche Sternchen dran. Finde ich total schön. Damit kann man richtig viel dekorieren. Ob man es auf die Fensterbank legt oder um den Weihnachtsbaum oder weiß der Geier was. Damit kann man ja ganz viel machen. Und die haben gerade mal 85 Cent gekostet. Deswegen habe ich direkt mal 2 Stück mitgenommen. Und ich habe auch noch 2 Stück von denen hier mitgenommen. Das sind so schneeweiße und so richtig schön dicke. Die haben 2,25 € gekostet und die sind 3 Meter lang sogar. Schaut mal, die sind so hübsch. Sowas in den Weihnachtsbaum mit einzuarbeiten ist total schön. Oder auch wenn ihr irgendwie so eine schöne große Girlande habt und das dann noch mit einarbeitet. Oder was weiß ich, Weihnachtskranz oder scheißegal eigentlich wo. Die Dinger sind einfach super, super schön. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, dass die auch so ein bisschen glitzern. Richtig, richtig hübsch. Ja, da konnte ich absolut nicht Nein sagen bei diesen schönen Dingern. machen wir weiter. Ich habe hier einmal, das war eigentlich die Sache, weswegen ich heute nochmal in den DM gegangen bin und bin dann schon wieder mit einer ganzen Tüte rausgekommen. Ich bin so DM-krank. Wer ist es noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin absoluter DM-Suchti. Ich gebe es ganz offiziell zu. Es ist halt so. Ich habe hier heiße Zitrone mitgenommen von Das Gesunde Plus. Ich liebe es, ich trinke es. So ziemlich jeden Morgen, also vielleicht absolut 6-mal die Woche trinke ich das bestimmt. Ich mag einfach den Geschmack. Ich liebe grundsätzlich Zitrone. Ich presse mir natürlich auch oft selber so Zitrone aus. Aber einfach so, wenn es schnell gehen muss, dass ich weiß, okay, ich habe meinen Vitamin-C-Haushalt und so weiter, ist in Ordnung. Und genau deswegen, das liebe ich. Und das ist gestern leer gegangen und deswegen ist es jetzt nochmal mitgekommen. Genauso wie das ist uns auch. Die letzte Packung haben wir gerade aufgebraucht von Frosch, der Baby-Spülreiniger. Einfach für Schnuller und Fläschchen und so weiter, dass man das einmal ja, sauber machen kann. Und wir haben da schon die Flasche und füllen das halt eben mit diesem Nachfüllpack immer wieder nach. So, jetzt ist meine Tasche einmal runtergefallen. Super. BC-Duftspüler von Denk mit habe ich mitgenommen. Dieses Trio hier finde ich auch immer sehr, sehr cool. Exotik-Duft ist die Duftrichtung. Dann habe ich was mitgenommen, was ich schon mal gekauft hatte und es ist eine absolute Liebe von mir und zwar ein Parfum. Und zwar von Nivea. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist hier so eine Metallbox und da drin ist auch so ein runder Flakon. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Und dieses Parfum riecht einfach original. Schaut mal, das ist hier so eine, wie so eine Nivea-Dose und da ist dann dieser Duft drin.
dieser Duft riecht einfach komplett nach Nivea. Wie wenn man sich Nivea-Creme dann auf die Klamotten geschmiert hätte oder auf die Haare oder keine Ahnung was. Ich liebe das. Und unser Duft steht im Badezimmer. Wir benutzen das tatsächlich beide. Das ist so ein Unisex-Duft, wo man einfach wirklich nur nach Nivea riecht. Und das habe ich... Ich weiß gar nicht, wann ich das gekauft hatte. Das haben wir jetzt schon ziemlich lange. Also es hat sehr, sehr lange gehalten. Einer meiner absoluten Lieblingsdüfte geworden. Einfach weil es so nach sauber riecht. Ich mag den Nivea-Duft sehr, sehr gerne. Und das Ganze haben sie jetzt aber auch in einer männlichen Richtung rausgebracht. Also es gibt so einen Männer-Nivea-Duft, aber der riecht schon so ein bisschen, ja, männlicher. Das ist hier halt einfach dieses pure Nivea-Frische. Ich glaube, es hat 25 oder 30 Euro gekostet. Also, und das sind 30 Milliliter. Das hat wirklich ewig gehalten. Deswegen absolutes Nachkaufprodukt, als ich das heute gesehen hatte, dass es das wieder gibt. Weil ich habe es die letzten Male immer gesucht im DM und ich habe es irgendwie nie gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber ich habe es tatsächlich nie gesehen. Und heute wieder auf so einem schönen großen Aufsteller, dann musste ich es direkt wieder mitnehmen. Falls ihr Lias übrigens zwischendurch mal hört, sorry, der ist hier am Rumkrabbeln und sich am Vergnügen. Ja, Bibeli. Dann habe ich hier zweimal Kontaktlinsen mitgenommen von Visomax. Die benutze ich seit sehr vielen Jahren, finde ich absolut gut. Also ich, wie gesagt, seit vielen Jahren. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mal irgendwelche anderen zu benutzen. Ich finde die wirklich, wirklich toll. Also ich habe nicht das Gefühl, dass meine Augen dadurch trocken werden oder weiß der Geier was. Also klar, wenn man Kontaktlinsen stundenlang anhat, da kann auch die beste Kontaktlinsen nichts machen. Aber die sind wirklich richtig gut. Das sind Monatslinsen. Dann habe ich zwei Bilderrahmen mitgenommen und zwar diese hier. Ich hoffe, Moment, ich hoffe, dass ich das jetzt einfangen kann. Es glänzt wahrscheinlich noch zu sehr, aber doch, hier unten sieht man es vielleicht. Also einfach in so einer Marmoroptik. Es ist so schön. Ich glaube, vielleicht die einen oder anderen haben es schon mitbekommen. Das ist halt so eine dezente Marmoroptik, nicht so übertrieben. Die haben, ich glaube, 3,95 € gekostet. Finde die so, so schön. Ich möchte die halt in meinem zukünftigen Schmink-Ankleidezimmer, alles wird ja alles in diesem Zimmer stattfinden, habe ich ja jetzt schon ein paar Bilderrahmen geholt in Weiß, Roségold. Und es soll aber auch ganz viel mit Marmor da drin stattfinden. Und deswegen habe ich die geholt. Und die ich finde, die passen auch zu meinen anderen Bilderrahmen, die ich euch in den vergangenen DM-Hauls schon gezeigt habe, richtig, richtig gut zusammen. Deswegen sind auch die mitgekommen. Dann habe ich einmal wieder meine geliebten Tortellini mitgenommen, meine DM-Bio-Tortellinis. Ich finde die sensationell gut, die sind mit Käse gefüllt, die esse ich ja immer mit so einer speziellen Soße vom Aldi. Ich habe es euch aber schon so oft gezeigt und gesagt, die Leute, die es jetzt schon öfter gesehen haben, die sind wahrscheinlich gelangweilt. Aber wenn ihr es noch nicht probiert habt, probiert die mal, die sind wirklich sehr, 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 sehr lecker. Dann habe ich hier öfter Katzenfutter wieder mitgenommen von Purina One, einfach verschiedene Geschmacksrichtungen, da sind noch welche drin, deswegen... Die habe ich mal wieder mitgenommen. Und ich habe auf jeden Fall auch zweimal, Moment, ich muss es nur mal raussuchen, das ist in der nächsten Tüte, zweimal einen Kalender mitgenommen. Das ist einmal für mich und für meine Schwester. Ich habe sie nämlich geschickt und sie fand es auch richtig, richtig hübsch. Von Paradise, das ist ja diese DM-Eigenmarke. So sieht der aus. Ich finde den so schön für 2019. Hier ist einmal so eine Folie, wo man auch theoretisch dann sagen könnte, ja, ich stecke da jetzt, ich kriege die gerade nicht auf. Okay, so, doch, hier. Also so eine Folie, wo man dann, da ist jetzt hier so ein Hello 2019 drin, aber man könnte da dann auch, wenn man möchte, aber ich finde das auch richtig schön, ich glaube, ich würde das lassen, aber man könnte auch Fotos oder sowas reinmachen, finde ich richtig, richtig hübsch. So, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Super, Amanda. Ansonsten so ein Ringelbuch mag ich sehr, sehr gerne. Und da ist auch ein Lineal drin. Da sind auch irgendwie Stickers und so weiter, womit man dann im Buch arbeiten kann. Und so dickere Seiten. Und da sind auch immer so Folien dazwischen, wo man dann nämlich auch irgendwie was reinmachen kann. Keine Ahnung, wenn man eine Visitenkarte hat oder irgendwie einen Termin bekommen hat. Und ansonsten hat man hier auch richtig viel Platz, was reinzuschreiben. Also finde ich richtig, richtig cool, diesen Terminkalender. Der hat mir sehr gefallen. Vor allen Dingen, wie gesagt, auch optisch. Dazwischen sind hier auch immer solche farbigen Sachen. Also mag ich sehr, sehr gerne. Und der hat 4,95 € gekostet. Wie gesagt, habe ich dann direkt zweimal mitgenommen. Das gebe ich meiner Schwester, glaube ich, einfach zum Nikolaus. Ich habe ihr schon gesagt, bevor ich wieder Schokolade oder sowas hole, dann bringe ich ihr wieder sowas mit. Macht viel mehr Sinn. Dann habe ich gesehen, dass von Tamtam Beauty, also von Tara, es wirklich noch ganz wenige Produkte gab, die dann voll krass reduziert gewesen sind. Alle auf 4,95 €. Also die Augenprodukte und ich glaube, ich habe noch einen Lipgloss gesehen gehabt und ein paar von den Adele Wimpern.
habe ich mir gedacht, so, okay, ganz ehrlich, die Adele-Wimpern, die haben 10 Euro gekostet und die sind einfach mal auf 5 Euro reduziert. Die musste ich einfach mitnehmen. Also 4,95 für Adele-Wimpern in Kooperation mit der Tara. Und diese Wimpern, die sind einfach so hübsch. Die sind so richtig schön 3D gefächert. Also das, man hat so einen schönen Look. Ich habe da ja ein komplettes Video zugedreht mit all ihren Produkten. Kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Da habe ich komplett ihre komplette Kollektion hatte ich gekauft und damit einen kompletten Look geschminkt. Und die Wimpern sind echt sensationell schön. Also als ich gesehen habe, was die nur noch gekostet haben, habe ich mir gedacht, ab in den Warenkorb, ganz, ganz klar. Dann habe ich Kerzen gesucht für meinen Adventskranz. Und ja, ich war wirklich in verschiedenen Möbelhäusern auch gewesen. Ich habe nichts gefunden und habe dann die hier bei DM gesehen und dachte mir, die sind eigentlich ganz schön. Weil ich wollte auf jeden Fall Silber oder Weiß haben, aber schon eher Silber. Und hier ist nochmal so ein Muster drauf, einfach von einem schönen Wald. Da sind Rentiere noch mit drauf. Also sie sieht richtig, richtig süß aus. Hier auch mit so einem schönen Tannenbaum. Und die haben 2,75 gekostet und die habe ich dann insgesamt viermal mitgenommen, denn... Es sind ja 4 Adventssonntage. So, dann mal ganz schnell ein paar Babysachen. Einmal hier das Hip Milchpulver. Das habe ich euch in den Vlogs schon erzählt, dass wir da einfach mal was Neues ausprobieren wollten und eine andere Marke schon probiert haben, die absolut schlecht gewesen ist. Also ganz, 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 ganz schlecht. Und wir haben jetzt einfach nochmal eine andere Marke probiert und zwar Hip. Und die ist gut. Wir haben jetzt wirklich schon die zweite oder dritte Packung. Der verträgt die gut, der trinkt die komplett leer und die sieht auch wirklich gut aus. Und ja, deswegen, wir haben uns jetzt für die hier entschieden, die Hip Biomilch, und finden die wirklich richtig, richtig klasse. Also Preis-Leistungs-Verhältnis tipptopp. Genauso wie mit den Windeln von Babylove. Da sind wir auch von der ganzen Zeit jetzt von Pampers auf Babylove umgestiegen und sind mehr als zufrieden. Deswegen kommen auch die immer und immer wieder mit. Genauso wie von Babylove die Wickelunterlagen. Die sind jetzt hier gerade in so einem winterlichen Limited Edition Design. Sieht total süß aus. Ist eigentlich vollkommen wurscht, aber es gab die normalen nicht, deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen. Genau. Dann bei Rossmann ist hier so ein so eine Steckdosenleiste mitgekommen. Ich brauchte jetzt wirklich welche, gerade jetzt für Weihnachten, wenn ich die ganzen Sachen mache. Ich glaube, ich brauche sogar noch eine. Bei der finde ich cool. Ich mag das immer sehr gerne, wenn man etwas ein- und ausschalten kann, dass man nicht immer die ganzen Lichterketten rausziehen muss aus den ganzen Steckdosen, sondern dass man einfach mal Klick-Klick machen kann, wenn man es an- oder aushaben möchte. Und dann ist auch alles gut. Genau, deswegen ist die mitgekommen für 3,99 €. Fand ich, geht vollkommen klar. Dann einmal der Weichspüler von Kuschelweich, Sommerwind. Auch das habe ich euch jetzt schon so oft gezeigt, auch in allen Aufgebraucht-Videos. Da ist jetzt auch ein Aufgebraucht-Video vor ein paar Tagen online gekommen. Auch das kann ich euch gerne mal verlinken, wenn ihr gerne Aufgebraucht-Videos schaut. Ich mache immer sehr, sehr große, umfangreiche Aufgebraucht-Videos. Ich liebe diesen Duft. Der ist einfach so dieses frische, ja, einfach frische Wäscheduft. Und das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Deswegen kommt auch der immer und immer wieder mit. Dann habe ich für die Katzen jede Menge wieder hiervon mitgenommen. Das sind, die heißen Schleckerlis mit Leberwurst und Katzengras und Käse und was weiß ich was. Das ist einfach im Prinzip eine Soße, die wir übers Trockenfutter geben. Das mögen die unheimlich gerne. Die schlabbern das weg wie sonst was. Deswegen sind hier auch einige Packungen mitgekommen und weil die gerade im Angebot waren. Ich glaube, die kosten normalerweise, ich glaube, um die 90 Cent und die waren jetzt um die 75 Cent im Angebot. Deswegen habe ich mal wieder so einen ganzen Packen mitgenommen. Genauso wie hier nochmal zweimal Katzenfutter, aber in einer anderen Geschmacksrichtung. Dann habe ich hier von Frosch das, den Spülreiniger mitgenommen. In der Himbeerduft-Variante. Ich finde das einfach unglaublich lecker. Und ich habe den das letzte Mal beim DM nicht gesehen und habe dann was anderes jetzt mitgenommen mit Aloe Vera oder sowas. Und ich finde den immer nur komischerweise beim Rossmann. Und den habe ich heute beim Rossmann entdeckt und habe ihn dann direkt wieder mitgenommen, weil das riecht so lecker nach Himbeere. Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also richtig, richtig gut. So, die restliche Tüte langsam. Kann ich sie hochnehmen. Und zwar ist hier einmal Essig Essence mitgekommen. Damit entkalke ich immer Wasserkocher und so weiter und so fort. Deswegen, das benutze ich tatsächlich nur zum Entkalken, nicht für irgendwas anderes. Ich finde es einfach, ja, besser als irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Entkalker zu nehmen, die jetzt chemisch hergestellt wurden. Deswegen, damit habe ich ein besseres Gefühl. Vor allen Dingen, wenn ich Lias seinen Wasserkocher da entkalke, ist das immer ganz gut. Dann natürlich kein DM-Haul und kein Aufgebraucht-Video ohne dieses Produkt von Denkmit, der Hygienespüler. 99,99% aller Viren, Bakterien, Pilze und so weiter und so fort werden beseitigt. Deswegen, das kommt wirklich zu jeder Wäsche
benutze ich das. Ohne geht gar nicht. Dann habe ich hier einen Pinsel. Nee, ich habe zwei Pinsel. Irgendwo muss noch ein Pinsel sein. Und zwar dieser hier von Evelyn Professional. Das ist der Augenbrauen Styler. Also es hat hier dieses ganz dünne, gebundene, feste Bürstchen, womit man Augenbrauen nachziehen kann. Und hier ist auch nochmal so ein Bürstchen, womit man das Ganze ja dann ausbürsten kann. Das hatte ich allerdings, ich suche was anderes. Und zwar wollte ich für die untere, für den unteren Wimpernkranz einen Pinsel haben, der sehr dicht und fest gebunden ist und der nicht rund ist. Die meisten sind ja so ründlich, die man dann für unters Auge benutzt. Ich wollte einfach sowas haben wie für die Augenbrauen, dass es so richtig dicht ist, dass ich so richtig hin und her smudgen kann praktisch. Das war mir wichtig und ich habe keinen anderen gefunden außer diesen hier und deswegen wird der zweckentfremdet. Dann habe ich hier diese fette Box, die habt ihr jetzt auch schon im Aufgebraucht-Video gesehen. Die sind einfach so, so gut. Von Soft und Sicher die Taschentücher in dieser XXL-Variante. Und die sind einfach so verschiedene Städte wie New York und so weiter drauf. Die hält ewig, da sind glaube ich 110 Tücher sogar. Also gerade für die kalte Jahreszeit, wenn man erkältet ist. Diese Box hat mich durch die letzte Erkältung gebracht. Dann habe ich hier nochmal Maxi-Wattepads mitgenommen. Dann von Denk mit für den Wasserkasten, so Tabletten, die das Wasser dann so blau färben. Die finde ich auch richtig, richtig, richtig gut. Dann habe ich von Lenore das Wäscheparfüm wieder mitgenommen und zwar in dieser blau-türkisen Variante. Ich finde, das riecht einfach am allerbesten. Ich gehe damit sehr sparsam um. Ich benutze das nicht mehr für jede Wäsche, weil es schon sehr, sehr kostenintensiv ist. Deswegen, ja, wenn ich mal weiß, ich wasche viele Pullover oder sowas, ich mag das dann, dass es danach riecht. Sehr, sehr cool. Deswegen, ja, habe ich das mal wieder mitgenommen. Ich habe hier so ein paar Gratisprodukte reingelegt bekommen von Bare Schätze, so ein paar Masken. Finde ich richtig, richtig genial, weil das sind gerade, das sind tatsächlich meine Lieblingsmasken aus der Drogerie. Und deswegen finde ich es cool, da kann ich es mal, wenn ich am Wochenende unterwegs bin oder in Urlaub mitnehmen, finde ich klasse. Und mir wurde hier noch so ein Gratis-Set reingelegt. Hallo Baby Lias. Von Glückskind. Hier ist einmal eine Wundschutzcreme von Babylove drin und einmal Taschentücher. Und noch irgendwie ein Heft. Ich glaube zumindest, dass da nicht... Doch, da ist noch was rausgefallen. Das habe ich nämlich auch nicht gekauft. Und vom Babylove ein Waschgel. Also diese Sachen waren drin. Wahrscheinlich ist es immer mal wieder was über die App, dass dann über die Babylove-App, dass da steht, man bekommt eben was gratis. Und das war jetzt eben diesmal mit dabei. Dann habe ich jede Menge Gläschen mitgenommen von den verschiedensten Marken. Die zeige ich euch jetzt nicht alle, aber da ist jede Menge mit dabei. Dann habe ich hier von Wieso Max die Brillenputztücher. Die sind nämlich leer gegangen und deswegen, ja, Brillenputztücher halten muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dann auch Müllbeutel sind leer gegangen, auch die sind mitgekommen, 25 Liter. Allerdings habe ich die diesmal beim Rossmann mitgenommen. Genau, dann von Lilidoo die 99,9% Aqua feuchte Tücher, Wassertücher. Die finde ich richtig, richtig genial. Damit mache ich den Lias immer so morgens seine Katzenwäsche, dass ich mal überall drüber gehe. Die finde ich richtig gut. Die sind sehr reißfest, robust und die riechen gut. Da sind richtig gute Inhaltsstoffe drin. Deswegen, das kaufe ich auch schon sehr, sehr lange, immer und immer wieder nach. Dann habe ich hier noch einen Pinsel mitgenommen. Und zwar ist es so einer von Essence. Das ist aber kein richtiger Pinsel, sondern das ist wie so ein Schwamm davor. Nee, auch kein Schwamm. Das ist so eine, wie so eine Gummimatte, wo man Pigmente angeblich mitgreifen soll. Also ihr kennt es ja, wenn ihr versucht, so Pigmente oder irgendwelche Glitzerlidschatten auf euer Auge zu bringen, das funktioniert einfach nicht mit Pinseln. Was macht man? Man geht immer mit dem Finger rein und klatscht sich das drauf und dann sieht es perfekt aus. Und das soll das eben ersetzen. Silly Helper heißt der. Das ist eben, wie gesagt, so ein... Hier steht auch Glitter- und Pigmentapplikator. Finde ich richtig genial. Werde ich in den nächsten Vlogs mal testen und euch dann Bescheid geben, ob das Ganze funktioniert oder eben nicht. Wir werden sehen. Dann habe ich hier von Frosch... Oh, okay. Ich habe vergessen anscheinend, dass ich das Himbeer... also beziehungsweise ich habe vergessen, dass ich das gekauft habe und deswegen habe ich das Himbeer, den Himbeerspülreiniger geholt. Weil unseres hier fast leer ist. Naja, egal. Jetzt haben wir zwei Stück. Die werden ja eh aufgebraucht. Von Frisch. Von Frisch. Oh mein Gott. Von Frosch. Der Aloe Vera
das Spülmittel einfach fürs Geschirr. Genau, den haben wir jetzt auch schon mehrmals gehabt. Der ist auch super, also gar nichts dagegen zu sagen, aber der mit dem Himbeerduft, der ist einfach richtig genial vom Duft her. Deswegen finde ich den so toll. Dann ist mal wieder der Pickle Breaker mitgekommen. Der ist auch schon fast leer bei mir. Den finde ich richtig klasse, den zeige ich euch auch sehr, sehr oft. Einfach mit einem Wattestäbchen gezielt auf die Unreinheiten geben und dann wird das Ganze ausgetrocknet, weil da Teebaumöl ist, drin ist und Teebaumöl trocknet ja halt eben die Unreinheiten aus. Genau. Dann habe ich zweimal, weil es ist leer gegangen und es hat mir wirklich in den letzten Wäschen gefehlt, von Denkmit die Trockentücher. Die finde ich so, 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 so gut. Die riechen so lecker und die lassen die Wäsche so frisch duften. Deswegen, also wenn ich das hier benutze, wirklich nur bei ausgewählten Wäschen, dann ist es super. Aber wenn ich das eben nicht benutze und für alle anderen Wäschen, benutze ich dann halt eben das. Und es riecht auch wirklich richtig lecker. Also, genau. Dann habe ich das hier noch mitgenommen und zwar von Hip, das also ein Bio-Saft, Apfelsaft. Das mische ich immer mit Wasser oder gebe es auch immer mal wieder zum Essen mit dazu, einfach, dass da ein bisschen Obst mit dabei ist. Und dann habe ich hier einen Lippenstift gekauft. Leute, ich habe mich extrem anfixen lassen. Meine Kamera ist gerade ausgegangen, deswegen, falls die Einstellung jetzt irgendwie anders ist, sorry dafür, aber wir machen direkt weiter. Das nächste Produkt ist ein Lippenstift von Maybelline. Die Verpackung ist schon mal der Hammer. Also wirklich, dieses rosa-rosé-Gold sieht ja mega aus. Und ich habe mich anfixen lassen bei diesem Lippenstift und zwar von der lieben Jaclyn Hill. Eine sensationell tolle, große YouTuberin aus den Staaten und sie hat diesen Lippenstift empfohlen, dass sie den nur noch tragen würde in ihren letzten Favoriten und sie den so toll findet und sie hatte ihn auch getragen in diesem Video und ich war einfach nur schockverliebt. Ich fand das so ein schönes Nude und zwar ist es von Maybelline, die Nummer 50 aus der Shine Brilliant Serie und zwar Baddest Beige. Baddest Beige. Also das, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, aber als ich dann im DM war, habe ich mich noch daran erinnert, ah, sie hatte doch von Maybelline ein Lippenstift vorgestellt und der hatte irgendwie so einen coolen Namen und ich habe mich so durchgeschaut und dann habe ich das gelesen, Baddest Beige, und dann wusste ich, ah, das ist es. Also wie gesagt, Shine Brilliant Serie Nummer 50, Baddest Beige, und das ist einfach ein richtig schöner Beige-Ton. Der sieht so, so, so gen... Oh, der riecht ja richtig lecker. Oh. Das ist, boah, das riecht richtig, richtig gut. Ich kann euch aber gar nicht sagen, nach was. Also der ist auf jeden Fall shiny. Ein wunderschöner Beige-Ton, wie ich finde, nicht zu hell, nicht zu dunkel, dass er irgendwie zu jedem Hauttyp passt. Also die hatte den drauf gehabt und es sah einfach so heftig schön aus. Eine richtig hübsche, hübsche, hübsche Farbe. Ich hoffe, die kommt gut rüber. Schaut euch die mal an, also weil das sah so toll aus bei ihr, wirklich. Also sie hatte den vorgestellt in ihrem letzten Favoritenvideo und mega, auch die Verpackung alleine schon. Hallo! ja, schon lange kein Lippenstift mehr gekauft und voll anfixen lassen. Die nächsten Produkte sind so, 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 so toll und für alle, die Disney lieben, ein absolutes Muss. Also ich habe gesehen, dass sie rausgekommen sind, bin direkt morgens in den DM gefahren und die hatten das noch nicht mal aufgebaut. Und habe ich gesagt, bitte, bitte holen Sie mir das aus dem Lager. Ich hätte gerne von allen Produkten jeweils zweimal. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Sachen, die für mich sind. Die habe ich schon mal ausgepackt und die anderen werdet ihr dann in den nächsten Videos, Spoiler, sehen. Und zwar ist Mickey Mouse 90 Jahre alt geworden. Krass, oder? Also seit 90 Jahren gibt es Mickey Mouse schon und die haben mit ganz vielen Firmen kooperiert. Überall Disney, Disney, Disney. Wo man nur sieht, wo man nur hingeht, sieht man Disney, Disney, Disney. Und die haben auch mit bestimmten Make-up-Marken kooperiert und unter anderem mit Catrice. Und Catrice hat 3 Sachen von Disney rausgebracht und ich musste sie einfach haben, weil Verpackungsopfer. Alleine deswegen schon. Fangen wir mal an. Die haben einmal ein Kabuki-Brush rausgebracht. Da ist auf der einen Seite eine Mickey Maus und auf der anderen Seite steht eben Catrice. Und ist einfach so ein richtig schöner Kabuki. Und dann haben sie 2 Paletten rausgebracht. Einmal eine Face-Palette. Das ist das, wo Mickey und Minnie so ein bisschen tanzen. So süß. Und dann einmal eine Eye-Palette, eine Eyeshadow-Palette, wo sie sich ein Kussi geben. Wie hübsch sind die bitte? Ernsthaft? Und dann kann man die hier in der Mitte so aufklappen und die haben hier auch so ein, ich weiß nicht, ob die magnetisch sind, aber die klappen auf jeden Fall auch wieder zurück. Finde ich richtig schön. Also sie sind sehr hochwertig gemacht, finde ich. Und wenn man die aufmacht, hat man sogar links und rechts einen Spiegel. Also ich finde, die haben das wirklich sehr, sehr, sehr schön hochwertig gemacht. All started with the mouse. Ja,
ich glaube, bei Disney startete alles so grundsätzlich mit der Mickey Maus, oder? Ich weiß es gar nicht, aber der Spruch deutet darauf hin. Also hier steht, dass hier 12 Eyeshadow-Farben drin sind und ich zeige sie euch mal. Die sind nämlich sehr, 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 sehr schön. Einfach total alltagstauglich auf der einen Seite, aber mit den dunklen Tönen kann man hier auch wirklich einen sehr schönen Smoky Eye oder so machen. Da sind matte Töne drin, aber auch glänzende Töne, ein paar schimmernde Töne. Also wirklich von allem was dabei. Ich finde, das ist eine richtig gelungene Palette. Wirklich von einem ganz hellen bis zu einem Schwarztönen, schöne Brauntöne, ein bisschen, wie gesagt, Glitzer und so weiter. Und dann auch hier mit den zwei Spiegeln. Also mega. Ich finde das richtig genial. Also sehr schöne, hochwertige Palette. Haben sie sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, wie oft man sehr, sehr, sehr schön sagt, aber ich bin der allergrößte Mickey Mouse Fan, Leute. Mein Sohn läuft nur in Mickey Mouse rum. Ohne Scheiß. So, wirklich 95% läuft er in Mickey Mouse oder dann in Disney-Klamotten rum. Also das ist wirklich, ich liebe das einfach so, 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 so sehr. Und dann gibt es hier noch die Face Palette. Und die Face Palette, die finde ich richtig genial. Ich mache hier gerade mal direkt das Plättchen raus und zeige sie euch. Die ist genauso aufgebaut, dass hier eben links und rechts dann die Spiegel sind. Und die Face Palette ist so hübsch. Schaut mal. Die ist doch toll, oder? Da ist ein sehr, sehr, sehr schöner Bronzer drin, ein sehr schöner Blush. Dann hier so ein Highlighter, beziehungsweise zwei Highlight-Töne. Die ist doch sensationell. Also das sind auch wieder so Farben, die dann zu jedem passen. Also hier so ein Rosé-Champagner-Ton hier auch. Also das ist, und die zwei Farben finde ich so absolut alltagstauglich für jeden. Also zwei fantastische, fantastische Töne, beziehungsweise auch alles andere. Also bin überaus begeistert und super, super, super verliebt und ja, deswegen, es musste einfach mit, ich bin begeistert. Ja, ihr Lieben, das war's schon mit diesem Haul, das war alles, was ich eingekauft habe, wieder eine Menge, ich habe gar nicht in Erinnerung gehabt, dass es doch so viel war, aber es war doch schon einiges. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum allerersten Adventstürchen. Das ist was ganz Besonderes. Sorry, dass ich ein bisschen überdreht bin. Aber ich habe einfach an diesem Adventskalender wirklich lange gearbeitet, Leute. Ich habe da Herzblut reingesteckt. Ohne Ende. Und ich habe mich heute dafür entschieden, weil ich habe beim DM gab es ein paar Adventskalender, die drastisch reduziert gewesen sind. Und ich dachte mir so, oh, das ist cool, weil ich habe mir selber einen Essenskalender geholt und euch einen Essenskalender geholt. Der ist aber schon in der Verlosung gewesen. Die Verlosung ist schon vorbei. Und ich fand auch alle anderen Kalender echt schön, aber die sind teilweise so teuer gewesen. Die haben teilweise alle 50 Euro gekostet und ich dachte mir so, oh mein Gott, nein, lass es Amanda einfach. Und jetzt waren die aber alle so reduziert, dass ich mir einfach meiner Meinung nach den mit dem Inhalt schönsten Kalender rausgesucht habe und den gleich dreimal besorgt habe, und zwar für meine Schwester. Den kriegt sie die Tage aufgebaut, den werde ich ihr schön drapieren. Ich habe auch noch so ein paar Schokoladensachen geholt, dass ich ihr das schön aufbauen kann. Und für mich eingeholt, weil ich einfach ein Opfer bin, als ob ich nicht genug hätte. Aber ich habe auch an euch gedacht und ich hoffe, ihr freut euch. Dieser Adventskalender wird auch wirklich nur 3 Tage in der Verlosung sein. Also nach 3 Tagen werde ich schon immer die Gewinner auslosen, dass ihr so schnell wie möglich eure Verlosung bzw. eure Gewinne bekommt. Und ja, es ist jetzt ein Adventskalender. Wenn er dann bei euch ankommt, vielleicht am 4., 5., 6. Dezember müsste er bei euch eintrudeln und dann macht ihr einfach die ersten Türchen schon auf. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich finde den Inhalt einfach toll und deswegen dachte ich, komm, ich nehme euch einfach für euch mit. Und zwar den L'Oreal-Kalender, ihr Lieben. Er ist so toll. Ich fand ihn einfach nur mit 50 Euro übertrieben teuer. Und was ich nicht so cool fand, ist, dass man die, man packt den halt aus und die Ware ist komplett drin und dann sind da Tütchen mit dabei, wo ihr die Nummern draufkleben könnt. Das ist alles mit dabei und dann könnt ihr die Tütchen selber befüllen. Wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr das gerne machen oder ihr benutzt die Produkte so einfach schon. Da sind aber wirklich tolle Produkte drin. Man sieht ja hier hinten schon, was da drin ist. Da ist, sind so schöne Nagellacke drin. Da ist ein wunderschöner Lippenstift drin. Auch ganz viele Haarprodukte und Gesichtsmasken. Foundation ist da drin. Da sind Highlighter drin. Was weiß ich, alles Mögliche. Ein Kajalstift. Oh, noch ein Lippenstift. Da sind 2 Lippenstifte drin. Und da ist die Paradise Mascara drin, diese Black Paradise Mascara.
Die wollte ich unbedingt testen. Die soll ja super, super gut sein. Da bin ich froh, dass die jetzt da drin ist. Und ja, ganz viele Haarprodukte, eine Haarmaske, ein Haaröl, was weiß ich. Da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel drin. Also keine Frage, eigentlich die 50 Euro wert, aber ich wollte einfach nicht so viel Geld für einen Kalender ausgeben. Und wie gesagt, ich habe die jetzt dreimal mitgenommen. Hier ist noch einer. Und einen gibt's für euch. Ja, wenn ihr diesen Kalender gewinnen möchtet, dann einfach nur Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen hoch hinterlassen und einen Kommentar schreiben. Und das gleiche eben auch bei Instagram, wenn ihr dort auch noch mitmachen möchtet. Und dann seid ihr schon im Lostopf drinne für diesen tollen Kalender. Der ist wirklich toll. Da ist ganz, ganz, ganz klasse Inhalt drinne. Weit, weit, weit mehr wert als 50 Euro. Deswegen, ja, ich hoffe sehr, dass euch das erste Türchen freut, auch wenn es ein Adventskalender, es gibt einen Adventskalender im Adventskalender zu gewinnen, ist auch ganz, ganz cool. Ja, aber abgesehen davon, dass es ein Adventskalender ist, sind da jede Menge L'Oreal-Produkte, Beauty-Produkte drin, deswegen denke ich, dass es ganz, ganz cool ist. Ihr Lieben, das war es auch schon mit meinem ersten Adventstürchen-Video und beziehungsweise / DM-Haul. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne eure Kommentare und Daumen hoch da und natürlich sowieso, wenn ihr eben hier teilnehmt. Möchtet. Ihr Lieben, wir beenden das Video an dieser Stelle und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach morgen im nächsten Video wieder. Also macht's gut, ihr Süßen. Ciao, ciao!